Hey Leute, echt schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe die letzten Tage sehr intensiv damit verbracht, Luigi's Mansion 3 auf der Nintendo Switch zu spielen. Was meine Gedanken sind, wie mein erster Eindruck ist und was für ein Fazit ich zu dem Spiel ziehe, das verrate ich euch nach dem Intro. Bleibt dran. Und da sind wir auch schon wieder. Ja, wie gesagt, die letzten 3-4 Tage habe ich intensiv Zeit gehabt, mich mit Luigi's Mansion 3 zu beschäftigen. Vorab sollte ich euch vielleicht darüber informieren, ich lege das mal beiseite, dass ich weder den ersten Teil auf dem GameCube noch den zweiten Teil auf dem DS gespielt habe. Ich bin also Luigi's Mansion Jungfrau sozusagen. Meine Frau hat, ich weiß gar nicht, den ersten oder zweiten Teil auf dem 3DS, den zweiten Teil auf dem 3DS gespielt, fand das da ziemlich cool und mich haben die Videos, die ich im Vorfeld davon gesehen habe, relativ angesprochen und ich kenne ganz, ganz viele Leute, die Luigi's Mansion in sehr, sehr hohen Tönen loben und dachte mir, komm, holt sie das Ding für die Switch, war auch gar nicht mal so teuer. Momentan gibt es das so für unter 50 Euro in einschlägigen Geschäften und da haben wir zugeschlagen. Ja, und was soll ich sagen? Mein erster Eindruck von Luigi's Mansion ist hervorragend. Ich muss wirklich sagen, ich bin schwer begeistert. Die Grafik, das Setting, der Charme, den Nintendo in dieses Spiel gepackt hat, der pustet alles weg, was ich sonst dieses Jahr in ähnlicher Richtung überhaupt gespielt habe. Ich finde es deutlich besser als das Ghostbusters-Game. Das Gameplay an sich finde ich sehr, sehr abwechslungsreich. Teilweise fordernd, teilweise natürlich auch relativ einfach. Auch wenn ich mit der Steuerung des Staubsaugers nicht so immer hundertprozentig zurechtkomme. Unterm Strich gefällt mir das aber sehr, sehr gut. Zur Geschichte des Spiels, ohne da jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen. Mario, die Toads, Luigi und die Prinzessin, also Peach, sind quasi auf dem Weg, weil sie mehr oder weniger einen Aufenthalt in irgendeinem, ja, 5-Sterne-Luxushotel gewonnen haben. Jetzt stellt sich natürlich raus, das Ganze war eine Falle und ja, wir sind dahin gelockt worden, weil wir diejenigen sind, die die ganzen Boos und King Boo vor allem eingefangen haben, wohl in den vorherigen Teilen. Und jetzt hat uns die Alte da in dieses Hotel gelockt, die fiese, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Frau mit ihrem Geisterköter und will uns ans Leder. Luigi ist natürlich, stimmt, das ist eine Geisterkatze, kein Geisterköter, später auch ein Endgegner in dem Spiel. Und Luigi, Schisser, wie er halt ist, hat eigentlich überhaupt keinen Bock auf diese Heldennummer und sieht sich halt gezwungen, da trotzdem seinen Bruder, die Toads und Peach natürlich zu retten. Was sollen wir auch sonst anderes tun? Ich blende euch natürlich hier zwischendurch immer mal wieder Gameplay ein. Einer der großartigsten Vorzüge, die dieses Spiel meiner Meinung nach bietet, ist, es weckt diesen Drang, ach komm, ein Level geht noch. Weil rein von der Struktur her sind wir halt in einem Hotel mit 700 Stockwerken, so mehr oder weniger. Und diese sind nur über einen Aufzug zu erreichen. Im Aufzug fehlen aber sämtliche Knöpfe. Und auf jeder Etage, auf der wir uns bewegen, gibt es irgendwo einen Endgegner, Geist in Anführungszeichen, der uns einen neuen Knopf für eine neue Etage gibt. Und das weckt diesen Loop von, ach komm, wenn ich den jetzt besiegt habe, dann kriege ich einen neuen Knopf. Eigentlich wollte ich ja jetzt aufhören, aber komm, jetzt habe ich einen neuen Knopf. Ich will wenigstens wissen, wie das Setting auf der nächsten Etage aussieht, denn das unterscheidet sich auch sehr. Jede Etage bietet ein anderes Setting, die sind sehr unterschiedlich und wirklich, wirklich cool designt und bieten auch ganz, ganz viele unterschiedliche Herangehensweisen, verschiedene Gegnerarten. Da gibt es zum Beispiel eine Etage, da ist so ein bisschen angelehnt an Poison Ivy aus dem Batman-Universum. Da ist irgendwie so ein verrückter Gärtner, der uns da mit allerhand ja, Gewächs und Pflanzen ans Leder will und so. Und da gibt es sogar eine Kettensäge. Aber das seht ihr hier im Gameplay auch gerade eingeblendet. Und diese Abwechslung, die Luigi's Mansion halt bietet, die finde ich sehr erfrischend, weil man einfach alle 3 oder 3 bis 5 Minuten was komplett anderes zu sehen kriegt. Wir haben gute, ich würde mal sagen, 8 bis 10 Stunden schon gespielt. Wenn die Levels tatsächlich begrenzt sind an die Knöpfe auf der Tafel im Aufzug, müssten wir ungefähr die Hälfte des Spiels beendet haben. Vielleicht auch ein bisschen mehr sogar schon. Und ich kann es kaum erwarten, den Rest davon zu sehen. Jetzt hatten wir natürlich gestern eine andere Verpflichtung, haben gestern deswegen nicht gespielt. Heute wird das Ding aber auf jeden Fall weitergezockt.
für mich ist Luigi's Mansion mit eins der besten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe, und das werde ich auch auf jeden Fall beenden. Und mir persönlich gefällt es deutlich besser als die ganzen Mario-Spiele, die es bisher auf der Nintendo Switch gab, weil ich bin ja, wie ihr alle wisst, nicht so ein Riesenfan von 3D-Hüpfspielen. Luigi's Mansion, Luigi kann nicht hüpfen. Also der hat eine Attacke, womit er mal kurz mit seinem Staubsauger sich in die Luft bläst, um Geister von sich weg zu pusten, aber ansonsten läuft man halt rum. Die Kameraperspektive ist fix, was sehr viele schöne Schreckmomente und Effekte halt möglich macht. Das finde ich persönlich auch sehr cool. Die Steuerung an sich geht sehr griffig von der Hand, kann sogar in den Optionen ein Stück weit konfiguriert werden. Ich bleibe allerdings bei der Standard-Einstellung, mit der habe ich mich jetzt inzwischen so ein Stück weit arrangiert. Die Gyro-Controls von der Switch, also wenn man den Pro-Controller so leicht hebt und senkt, damit kann man auch den Staubsaugerstrahl hoch und runter bewegen, das finde ich auch ganz cool. Das Kampfsystem, also die Geister zu fangen und die dann zu slammen und so weiter, macht auch richtig, richtig viel Spaß. Die Gegner sind sehr abwechslungsreich, total abgefahren teilweise. Mein Lieblingsgegner war zum Beispiel der fette Koch, den man in der Küche da besiegen muss, den fand ich super. Ja, Leute, ich will euch auch gar nicht irgendwie spoilern hier oder so. Ihr seht das Gameplay die ganze Zeit. Ich habe meine komplette Spielsession quasi aufgezeichnet und zeige euch da einfach ein paar Ausschnitte nebenbei. Luigi's Mansion, uneingeschränkte Empfehlung meinerseits. Ich liebe das Spiel. Ich fand Luigi eigentlich schon immer cooler als Mario. Das habe ich ja in meinen Geständnissen eines Nerds auch schon erwähnt. Mir gefällt die Kombo Grün-Blau einfach besser als Rot-Blau. Und die Mimik, die Luigi an den Tag legt, die ist einfach sagenhaft komisch in dem Spiel. Mein persönliches Highlight war allerdings Professor Igitt, den man wahrscheinlich auch aus den vorherigen Teilen schon kennt. Der, ich muss schon lachen, wenn ich nur dran denke, der, wenn man ihn aus seinem Gefängnis befreit hat quasi, hinter Luigi herrennt und zwar ungefähr so. Ich zeige euch das auch gerade beim Gameplay hier. Meine Frau und ich haben uns kaputt gelacht, als wir das gesehen haben. So, obwohl überhaupt keine Geister in der Nähe sind, der rennt einfach so, finde ich super. Auch diese kleine Anspielung, dass das Interface, das Luigi von ihm bekommt, einfach die Form eines Virtual Boys hat und wenn man da durchguckt, ist auch alles in diesem Rot gehalten. Halt so kleine Seitenhiebe auf sich selber aus der Vergangenheit, die Nintendo damit eingebaut hat, finde ich einfach sehr, sehr charmant. Das Spiel strotzt nur so vor Persönlichkeit. Luigi ist mein Man of the Year 2019 und Luigi's Mansion 3. Leute, kauft euch das oder spielt es zumindest, leiht es euch von irgendeinem Kumpel aus. Das sollte sich niemand von euch entgehen lassen. Ich glaube, das reicht auch erstmal für den ersten Eindruck. So ein richtiges Review kann ich nicht machen, weil ich es noch nicht fertig gespielt habe. Deswegen kann ich nicht genau sagen, wie viel Spielzeit das Ganze beinhaltet. Ich habe den Multiplayer noch nicht getestet, da sind wir noch nicht zugekommen. Wenn euch das interessiert, lasst mich das in den Kommentaren wissen. Vielleicht mache ich euch dann noch ein komplettes Review dazu. Ansonsten soll es das von meinem Gebrabbel erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.